eure Waffen stecken. Ich habe nicht vor, euch etwas anzutun. Natürlich fragt ihr euch, wer ich bin. Genannt werde ich der gefallene Erzeraf, der ehemalige Kriegsmarschall derer, die ihr Menschen als Götter bezeichnet. Und der nun von eben jenen verachtet wird, obwohl er so viel für sie getan, so viel für sie geopfert hat. Ich bin Arkt. Oh, und ihr denkt richtig. Arkt und Arktwelt, da gibt es in der Tat einen Zusammenhang. Denn dies ist mein Reich, und ihr seid gerade ins Allerheiligste eingedrungen. Ich weiß nicht, welches Ziel ihr verfolgt, wenngleich ich bereits eine Vermutung habe. Und ich habe eigentlich auch nicht vor, euch aufzuhalten. Nur ein Wort der Warnung. Wagt nicht zu viel auf einmal. Wenn ihr das vorhabt, was ich glaube, wenn ihr die Silberplatte der Lichtgeborenen sucht und sie benutzt, dann könntet ihr euch mächtige Feinde machen. Aber schreitet fort. Ich denke, euer Handeln kann am Ende Gerechtigkeit in der Welt bewirken. Auch wenn ihr das in diesem Moment selbst noch nicht seht. Ich glaube an euch. Schreitet fort. Gut, dann schreiten wir doch mal eine Runde. Das ist quasi der gleiche Raum, nur in kaputt. Und ohne Thron. Also in noch kaputter und ohne Thron. Das ist halt die Frage, was ist denn hier unten großartig? Ein Skelett oder irgendwas? Tyrannellicht geboren. Ich glaube, das haben wir eh schon, also auch schon mal gelesen. Ich nehme es mal mit tatsächlich. Das ist gar nicht mal so günstig. Das hat man, glaube ich, noch nicht. Ja, auch mit. Ja, das war ein sehr lohnenswerter Tisch hier. Sehr cool. Da geht's jetzt nicht sonderlich weiter. Na gut, das könnte tatsächlich was werden hier. Das ist die Platte. Könnte ja fast sein. Dann sind wir tatsächlich halt eben nicht die Ersten und scheinbar auch nicht die Letzten hier. Mal gucken. Mal schauen, wer sich hier noch alles uns in den Weg stellen möchte. Okay, das war's. Wie sieht's hier aus? Links und rechts könnte es noch weitergehen. Hier haben wir alles. So, und ah ja, genau, da können wir es mit interagieren. Uns draufstellen. Brauchen wir noch irgendwas, was wir vorher nehmen sollen?
Irgendwie ein Trank oder sowas? Weil sonst ist ja hier auch erstmal nichts, ne? Nee. Muss das da vielleicht drauf? Ne, das können wir aber nicht anfassen. Questmarker? Beziehungsweise Questlock in dem Falle. Ja, hier ist halt die Silberplatte. Kling. Können wir von da oben drauf springen? Sollen wir vielleicht von da oben das Ding aktivieren? Draufspringen ist nicht. Schau doch, das muss diese Silberplatte sein. Wir haben es geschafft. Jetzt aktiviere sie schnell, damit wir wieder von ihr wegkommen. Ja, nur wie? Ah, wir hätten erst mit dir reden müssen, okay. Ich kenne euch nicht. Und ich weiß nicht, wie ihr das hier tut. Aber in eurem Kommen höre ich die Schritte des Schicksals. Ganz gleich, warum ihr dies macht, es war eine brillante Idee. Abgesehen von meinen Wächtern seid ihr das erste menschliche Wesen, das ich seit über 1000 Jahren zu sehen bekomme. Sagt mir, wie steht Baratheons Krieg gegen die Götter? Haben er und Mersul die Schlacht noch gewonnen? Schön, dass jetzt hier Arantial die Stimme von Jesper aus Enderal hat. Cool. Baratheons Krieg ist vorbei. Nicht? Was ist mit ihm passiert? Er lebt doch noch, das spüre ich. Er herrscht nun über Nerim. Wie bitte? Er hat den Krieg beendet und sich feige nach Nerim zurückgezogen, damit er dort seinen eitlen Herrscherdurst stillen kann? Dieser törichte Narr. Er hat mir die Treue geschworen. Ich habe ihm befohlen, den Kampf gegen die Götter weiterzuführen. Und dieser Feigling wagt es tatsächlich, meinem Befehl zu trotzen, kaum dass ich gefangen genommen wurde. Eigensinniger Verräter. Was muss nur alles geschehen sein in den Jahrhunderten meiner Gefangenschaft? Verblichen sind die vergangenen Zeiten, als Menschen und Aterne noch zusammen zu den Waffen griffen und den Mut hatten, gegen ihre Unterdrücker zu kämpfen. Gemeinsam. Nerim hat wohl den Glanz von einst endgültig verloren. Baratheon, dieser Narr, hat beide Seiten verraten. Gut, ich habe ihn wohl unterschätzt. Ein Fehler, den ich nicht noch einmal zu begehen beabsichtige. Wenn ich eines Tages hier herauskomme, werde ich an Baratheon ein Exempel statuieren, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Nun allerdings wird er erst einmal alarmiert sein. Wir sind durch einen Schwur miteinander verbunden und er wird bemerken, dass jemand Kontakt zu mir aufgenommen hat. Doch sprecht, wer hat euch geschickt? Mersul? Bitte sagt nicht, dass auch er unsere Sache verraten hat. Es war Mersul, er will euch befreien. Gut. Und deshalb seid ihr wohl hier. Ihr wollt wissen, wo genau sie mich festhalten. Leider weiß ich dies nicht im Geringsten. Ich vermute unter einem See oder unter dem Meer, denn es ist sehr feucht hier unten. Aber das wird euch wohl kaum weiterhelfen. Doch hört zu, ich will euch alles sagen, was helfen kann, mich zu befreien. Diese Götter haben eine magische Barriere um meine Zelle errichtet, die verhindert, dass hier drinnen Magie gewirkt wird. Eine Vorsichtsmaßnahme, und leider funktioniert sie. Die Barriere wird von einigen Seraphim aufrechterhalten. Wenn Mersul mich hier rausholen will, müssen diese Seraphim sterben, damit der Schutzzauber durchbrochen wird und ich meine Kräfte wieder gebrauchen kann. Und... Wer ist das? Arkt! Bist du das?
Ja, Arantial, ich bin es in der Tat. Ich war neugierig, wen diese beiden hier mit der Silberplatte wohl herbeirufen würden. Und als ich sah, dass du es warst, konnte ich mich leider nicht mehr zurückhalten. Oh, Art, wie unverhofft, dich hier wiederzusehen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es ein kleines Unglück in deinem Land gab, gegen das du nichts unternehmen konntest. Nicht einmal dein ach so großes Heer konnte dir helfen, was... Immer noch enttäuscht, dass dein Putschversuch gegen die Götter ausgerechnet an meinen Soldaten gescheitert ist? 1000 Jahre gefangen und immer noch voller Zorn. Der Zorn ist es, der mich hier unten am Leben erhält. Und ich werde hier herauskommen, Arkt, damit du ihn spüren kannst. Du hast mir damals alles genommen, was mir lieb und teuer war. Glaube ja nicht, dass ich das vergessen habe. Ach, du meinst das Mädchen? Diese unflätige Geschichte mit Selara, diesem naiven und einfältigen Ding. Sie war also alles, was dir je lieb und teuer war? Traurig für dich. Aber ich muss dich korrigieren. Ich habe sie dir nicht genommen. Das hast du ganz allein geschafft. Du abartiger Sohn einer Hure! Ich habe Celara geliebt und sie mich, bis du ihr diesen Unsinn eingeredet hast. Du hast sie gegen mich aufgehetzt. Das siehst du falsch. Ein Glanzstück an Hinterhältigkeit würde ich es nennen. Du hättest Dinge haben können, von denen andere Sterbliche nur träumen können. Aber du wolltest mehr. Immer nur mehr. Deshalb hat Celara dich verlassen. Und du, einfältiger Narr, denkst natürlich, alles Übel der Welt laste auf deinen bemitleidenswerten Schultern. Mir hast du sie auch genommen. Womit rechtfertigst du das? Womit rechtfertigst du, sie getötet zu haben? Du bist ganz allein daran schuld, was aus uns geworden ist. Ich, der Verband der Seraph, und du, der gebrochene Streiter für die Herrschaft der Menschen. Nur ein Idiot deines Ausmaßes würde mich als gebrochen bezeichnen. In mir schlummert Kraft und in mir schlummert Zorn und ich garantiere dir, dass ich beides nutzen werde. Genug jetzt. Berichtet Merzul, ich bin irgendwo unter der Erde gefangen und um mich zu befreien, müssen die Seraphim hier unten getötet werden. Das ist der einzige Weg. Ich werde die Verbindung nun abbrechen, damit mich diese widerliche Natter nicht vollends zur Weißglut treibt. Ich hoffe, ihr werdet Erfolg haben. Nun bin ich also doch noch in Erscheinung getreten. Und ich will die Gelegenheit nutzen, um euch noch einmal zu warnen. Narazul Arantian ist gefährlich. Es gibt einen guten Grund, warum er weggesperrt wurde. Wenn er freikommt und seinen Feldzug gegen die Götter weiterführt, gut, es soll mir recht sein. Schließlich haben mich die Lichtgeborenen, also die Götter, nach der Schlacht gegen ihn verbannt und ich hege keine Sympathie mehr für sie. Arantial ist mächtig und er könnte es schaffen, die Götter zu besiegen. Aber hütet euch vor ihm. Er hat nichts zu verlieren und er wird alles daran setzen, zu gewinnen. Er wird über Leichen gehen. Behaltet das in eurem Herzen. Und nun verschwindet aus meinem Land. Ich habe das Gefühl, dass ihr anderswo dringender gebraucht werdet als hier. Okay. Ak teleportierte mich mit einem Zauber zurück nach Nerim. Na dann. Lassen wir uns mal teleportieren. Du da unterstützt uns mit Defensivzaubern. Ihr beiden wendet Feuermagie an. Und du da vorne. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Aber gut, wir können jede Unterstützung brauchen. Wir müssen uns zum Hauptgebäude durchschlagen. Was ist denn überhaupt passiert? Die Soldaten des Kanzlers haben das Sanktum angegriffen. Wir sind gerade eben erst von einer Mission zurückgekehrt. Und so wie es aussieht, stürmt da die halbe Armee auf uns ein. Wir müssen alle ins Hauptgebäude zu Merzul, ansonsten haben wir keine Chance. Los jetzt! Wir gehen nach unserem Plan vor. Je schneller wir im Hauptgebäude sind, desto größer sind unsere Chancen, den Angriff zurückzuschlagen. Für die Freiheit der Menschen! Für die Freiheit der Menschen! Jawohl! Ach mal langsam, ich habe hier eine schwere Rüstung an. Alter Mann, ist doch kein D-Zug. Oh
Okay. Wie viel Platz haben wir denn noch? Ein bisschen was. Na, auf jeden Fall. Oh ne, ist das hier. Siltius, ich habe gar nicht geguckt, wie viel das jetzt wert ist, das Ding. Na, die Helme sind einiges wert. Die nehmen wir mal mit. Ehrlich gesagt, so im Vergleich. Ein Stahlschild könnte ich mir vielleicht gleich mal reinhauen. Wusch. So, meine 150 EP hätte ich gerne. Theresa, habe ich die schon mal gesehen? Weiß es eigentlich gar nicht. Hat ja einige gekostet hier. Unschön, unschön. Ja, so viel Zeug dabei. Wieso darf ich den nicht plündern? Wirklich ordentlich zerlegt. Wo seid ihr denn hin? Sag mal. Hauptteil des Sanktums. Ah, hier ist gerade alles durch. Hier brennt's. Hier sieht's aber auch nicht so aus, jetzt kommen wir weiter. Hätte ihr nicht ein bisschen warten können? Ich bin ja noch mit Looten beschäftigt gewesen. Ich hatte es dann auch zerlegt. Und hier geht es auch nicht weiter. Na gut, da haben wir jetzt ein bisschen Zeit, das nochmal hochzuheilen. Das hat gefühlt sind sie ja da rein, schätze ich ja fast, aber. Wir kommen da leider nicht nach. Ist ja auch alles zu hier gerade, ne? Ja. Von da kamen wir. Doch jetzt darüber. Könnte halt auch sein. Ja, der Zusammenstoß.
gut, aber auch hier geht's irgendwie nicht weiter. Sollen wir hier irgendwie durch? Das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Drum vorbei. Hey, meine Truhe. Reißt. Gut, immer noch was looten können. Ich habe das Gefühl, das ist hier der einzige Weg. Nur ich kann diese Tür nicht benutzen oder öffnen. Gefühlt ist das der einzige Weg. Oder war Sanktum da unten hier irgendwo? Ne, von da kamen wir. Dann wären die ja direkt hier abgebogen. Hier ist überall zu. Ja, das auch zu. Kann nicht sein, dass das jetzt zugefallen ist, nachdem wir da hinterher gelaufen sind. Ich brauche halt Zeug, deswegen muss ich looten. Ich kann da nicht so schnell. Unten ist nicht, da oben scheint es eventuell weiterzugehen. Oder komme ich ja nicht hin. Oder war man gar nicht hier hoch? Ah, ich kann vielleicht hier vorbei tatsächlich. Okay, dann geht's dann. Ja, okay. Nehmen wir den Weg. Auch wieder alles nicht so eindeutig, wo das jetzt wirklich hingeht. Es ist gut zu sehen, dass wenigstens ihr es hierher geschafft habt. Die Soldaten haben viele von uns getötet. Valmiria ist unter ihnen. Und ich befürchte, dass auch wir nicht lange werden standhalten können. Das wird die Soldaten aufhalten. Aber wenn der Kanzler hier auftaucht, und das ist wahrscheinlich, wird er den Zauber brechen können. Hört mir zu. Wenn sie es schaffen, diese Halle zu stürmen, dann sorgt euch nicht um mich. Niemand mag sagen, was passieren wird, aber wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Merzul, was redet ihr da? Ihr seid der Führer unseres Ordens. Unser Orden steht für eine Idee, nämlich für die gerechte Herrschaft der Menschen, ohne dass die Göttlichen sich in unsere Belange einmischen. Und eine Idee braucht keinen Führer, um weiter existieren zu können. Sie lebt von allen Menschen, die sie in ihrem Herzen behalten. Deshalb wird es unserer Sache keinen Abbruch tun, wenn ich sterben sollte. Unsere Idee... Die Idee von Narazul Arantial wird nicht mit mir untergehen. Ihr habt recht, Merzul. Aber was denkt ihr, wird Baratheon mit uns machen? Sein Problem ist, dass er alles und jeden unterschätzt. Er wird in euch keine allzu große Gefahr sehen und euch ins Verlies der Hauptstadt sperren lassen. Es dürfte nicht schwierig sein, von dort zu fliehen.
nicht für euch. Wenn ihr draußen seid, müsst ihr ins Nordreich gehen. Dort ist ein befreundeter Magier, der unsere Sache von da an weiterführen kann. Ihr redet von Callisto, im alten Bergkloster. Genau den meine ich. Sucht das Bergkloster im Nordreich auf und berichtet Callisto von den Geschehnissen hier. Genaueres können wir jetzt nicht planen, aber ich weiß, dass ihr es schon... sieh an, das ganze Pack auf einem Fleckchen und alle zittern sie um ihr Leben, als wäre gerade der Tod selbst durch dieses Tor geschritten. Doch ich fühle mich geschmeichelt. Euer erster Verrat hat euch wohl nicht gereicht, Baratheon. Es war euch wohl nicht genug, dass ihr mich und unsere Idee im Stich gelassen habt, nachdem Narazzu Larantia damals gefangen genommen wurde. Ich nenne es mitnichten Verrat, Mersul, mein Freund. Vielmehr Voraussicht. Arantial war aus dem Spiel und wir beide haben danach lediglich unsere eigenen Ziele verfolgt. Ihr habt das vielleicht. Ich wollte Arantials Idee weiterleben lassen. Ich habe diesen Orden gegründet. Und euch fiel nichts Besseres ein, als uns einzuschränken und zu unterdrücken. Schweig! Deine Chuzpe kann dich auch nicht mehr retten. Du, Mersul, hast meinem Befehl zuwidergehandelt, indem du neue Schüler ausgebildet hast. Dies hier hast du dir, ganz allein dir und deiner unendlichen Starrköpfigkeit zuzuschreiben. Ihr redet Unsinn. Schließlich seid ihr nur hier, weil ihr es nicht dulden könnt, dass die Menschen im Sanktum Magie nutzen können. Ihr wollt, dass dies allein euer Privileg ist. Ihr wollt jeden, der magisch begabt ist, davon abhalten, seine Fähigkeiten zu gebrauchen, damit niemand eine Gefahr für euch werden kann. Und dabei vergesst ihr, dass der Schatten, den ihr jagt, eine erstaunliche Ähnlichkeit hat mit dem Schatten, den ihr werft. Mersul, der gute Mersul, um große Worte niemals verlegen, genau wie früher. Und immer noch an Idealen festhalten, die sich schon längst selbst überlebt haben. Ihr seid eine aussterbende Spezies, mein Freund. Und damit wäre ich auch schon bei dem Punkt angelangt, aufgrund dessen ich hergekommen bin. Wie könnt ihr es wagen, Verräter? Bleibt zurück! Das reicht. Wenn ihr glaubt, dass eure Kräfte den meinen überlegen sind, dann versucht euch an ihnen. Aber lasst die anderen hier aus dem Spiel. Ein Spiel, das nach meinen Regeln läuft. Nein! Was habt ihr getan? Schafft das Pack in den Kerker. Sie stellen keine Gefahr mehr dar. Okay, Baratheon hat Mersul und Corias getötet. Kim ist wahrscheinlich in Arkwen zurückgeblieben. Melvin und ich haben den Angriff überlebt. Die Soldaten schlugen mich bewusstlos und brachten mich in eine Zelle im Kerker Erotins. Ich bin gerade erst wieder aufgewacht. Hey, seid ihr wach? Hört ihr mich? Kommt her! Euch scheint nichts zu fehlen. Wir haben mehr Glück, als wir ahnen können. Diese Dumpfbirnen haben uns tatsächlich nebeneinander gesperrt. Mersul hat es ja gesagt. Wir werden schon hier rauskommen. Das dürfte quasi gar kein Problem werden. Ja, Mersul hat es gesagt. Und nun ist er nicht mehr. Er hat seinen Tod in Kauf genommen. Sicherlich. Aber das macht es doch nicht einfacher. Auf uns lastet jetzt eine unvorstellbar große Verantwortung. Erinnert ihr euch? Wir müssen hier ausbrechen und den Magier Callisto im Nordreich aufsuchen. Das sagte er. Ich spüre, dass Baratheon ein magisches Feld um die Zellen gelegt hat, um uns am Zaubern zu hindern. Aber wisst ihr noch, was Mersul gesagt hat? Der Kanzler ist nicht gut, wenn es darum geht, Menschen einzuschätzen. Für euch ist das Feld vielleicht stark genug, aber ich werde es brechen können. Ich kann die Schlösser öffnen. Gib mir nur eine Minute. Okay, dann mach mal. Seht ihr? Ganz einfach. Quasi ein Kinderspiel. Aber wir müssen leise und vorsichtig sein. Uns darf niemand sehen. Als erstes müssen wir unsere Ausrüstung wiederfinden. Wir können nicht hier ausbrechen mit nichts an als unserer Haut. Und danach... Moment. Still. Da kommt jemand. Bleibt, wo ihr seid. Ich kümmere mich darum. Hörst du mich? Ich höre euch, Herr. Was befehlt ihr? Seht ihr? Es hat geklappt. Sprich, wo habt ihr unsere Sachen hingebracht? Sie wurden in der Asservatenkammer hinter den Quartieren der Soldaten verstaut. Da könnten sie auch gleich in Baratheons Kleiderschrank liegen. Es sei denn... Hör zu.
Du wirst uns beide zu unseren Sachen führen. Durch die Quartiere. Und du wirst so tun, als seien wir deine Gefangenen. Jawohl, Herr. Folgt mir, Herr. Wir müssen dicht hinter ihm bleiben und vor allem unsere Handfesseln anbehalten. Macht keine auffälligen Bewegungen oder sowas. Wir gehen durch die Quartiere. Es werden zu viele Wachen für einen Kampf sein, also haltet euch um Himmels Willen zurück. Los jetzt und denkt daran, was ich gesagt habe. Okay, gucken wir mal. Bist du denn da? Durian von Boddenbrook. Ja, könnte halt umschalten. Das passt schon, würde ich sagen. Dann folgen wir dir mal unauffällig. Stopp! Zutritt nur mit beglaubigter Autorisierung. Sag ihm, es ist ein Notfall. Es ist ein Notfall. Ich muss die Gefangenen so schnell wie möglich in einen anderen Bereich überführen. Wenn ihr keine Autorisierung vorzuweisen habt, handelt ihr zuwider der Verordnung. Ich bin angewiesen, sämtliche Zuwiderhandlung eiligst zu melden, damit diese gemäß Absatz 3 unter Punkt 2 der Wachverordnung geahndet werden können. Sag, du berufst dich auf Absatz 19 unter Punkt 5b. Ich berufe mich auf Absatz 19 unter Punkt 5b der Wachverordnung. Dieser Unterpunkt ist mir nicht geläufig. Zwecks Nachkontrolle desselben muss ich dazu auffordern, hier stehen zu bleiben, während ich die erforderliche Prüfung vornehme. Was für ein Trottel. Und jetzt weiter, durch die Tür. Hat ja wunderbar funktioniert. Hi. Weiter gehen, nicht umschauen. Hey! Naja. Ist ja schon in Ordnung. Da sagt jetzt auch irgendwie keiner, was, dass er mit den ganzen Gefangenen hier rum, oder den zwei Gefangenen rum stolziert. Na gut, umso besser. Noch mehr Loot für uns. Da. Hier ist eure Ausrüstung. Ausgezeichnet. Los, nehmt euch eure Sachen. Noch alles andere. Dankt. Das wäre geschafft. Nun müssen wir uns Gedanken machen, wie wir wieder ans Tageslicht kommen. Ihr könnt durch den Brunnen im Keller entkommen. Benutzt diese Tür dort. Ausgezeichnet, danke, mein Guter. Aber du hast deine Schuldigkeit getan. So, wir haben es zur Asservatenkammer geschafft. Drehmann meint, wir können durch einen Brunnen im Keller entkommen. Dorthin schlagen wir uns jetzt auch durch. Er schläft nur, ist quasi bewusstlos. Der Orden ist schließlich etwas Besseres als diejenigen, die er bekämpft. Und jetzt nehmt euch seinen Schlüssel, damit können wir die Tür aufschließen. Während hier ist noch jede Menge Zeug zum Looten. Hier draußen war ja auch noch was, ne? Ja. Mal gucken. Ich hoffe, wir finden bald einen Händler, wo ich das verkaufen kann. Haben wir unser Zeug an? Nee, natürlich nicht. Oh, Schnatz. Na dann. Zack. Kettenstiefel, Kyras. 3, 2. Stahlhelm. Stahlschild. Die sind halt leichter. Können wir alle verkaufen?
Also das haben wir sonst auch alles also aus Stahl. Sieht einheitlicher aus. So, Rattenhandschuhe. Ausdauer. Lebensenergie festigen. Ich glaube, das war's soweit, ne? Den Ring noch. Und der Wohltat mit. Den hatten wir schon, die wollte ich noch verkaufen. Ja. Sollte passen, würde ich sagen. Lauf doch bitte mal. So. Na, ich glaube, mittlerweile halten wir ganz gut was auch aus, auch mit dem Schild. Wir haben Geld auf einmal. Wir haben richtig Geld. Schön. So, ja, Treppe runter. Warum nicht? Ist ja, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Gucken, wo das jetzt hinführen mag. Schauen, wo wir das nachher rauskommen. Auf, wo ihr hintretet. Da geht's tief runter. Oh, geht so. Betätigt den Hebel dort links. Das wird uns etwas Zeit verschaffen. So durch? Das hier sind wohl die Folterzellen. Dann gucken wir doch mal. Geht hier irgendwas ab? Nö. Toll. Kauf, da gibt es irgendwas Tolles zu sehen. Seht ihr das? Da sind zwei Schlösser. Wir brauchen beide Schlüssel, damit die Tür aufgeht. Sucht sie. Ich halte Wache. Okay, einen habe ich. Geständnisse? Mhm. Ich nehme es mal mit, tatsächlich. Na gut, da ist wahrscheinlich dann der andere Schlüssel. Folterung. Hey, Melvin. Auf Magie, Mittelschaft, okay. Hier Gefangener, der ist an diesem Tag keinen weiteren Folter. Der Fassbinder. Na dann. Habt ihr beide Schlüssel? Los, gebt mir einen. Bei drei stecken wir gemeinsam die Schlüssel ins Schloss. Nicht früher und nicht später. Ja? Eins, zwei, drei. Ich sagte doch gemeinsam. Also, nochmal. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Und nun weiter. Schnell. Ja, was ein bisschen, ja. Links gezählt. Bisschen unregelmäßig. Kann eine Runde pennen.
Interessanterweise sind hier auch gar keine Gefangenen mehr. Okay, auch wieder 3 Stück. Müsst vielleicht bitte mal aus dem Weg gehen. So. Aber cool, ich kriege echt nicht so viel Schaden mehr ab hier mittlerweile. Ah, ihr habt da so ein Magiezeug. Sieh mal einer an. So, dann wieder voll geheilt. Ein bisschen Dunkelbier kann ja auch nicht schaden. Da ist leider zu. Na gut, dann gucken wir mal. Dann wird es ja wahrscheinlich hier weitergehen, ne? Ja, das sieht gut aus. Nehmen wir das, was offen ist. Hier muss irgendwo eine Tür in den Keller sein. Ja. Dann schauen wir mal. Ich kann die Tür öffnen, aber da ist ein magisches Schloss dran. Die wissen genau, dass man durch die Kanäle abhauen kann. Ihr müsst mich verteidigen, während ich uns den Weg frei mache. Okay, dann mach mal. Haltet euch bereit. Sicherlich kommen sie bald. Und? Muss doch schnell looten. Hi. So, okay, also wenn ihr einzeln auf mich draufhaut, tut das dann doch schon ein bisschen mehr weh. Ich bin gleich fertig. Einen Moment noch. Jetzt habe ich ein Problem. Na gut, wir haben ja noch Genesungstränke da. So, genau, du kannst da mal weg. Nein. Ich will einfach nur ins Inventar. Dankeschön. Moment. Looten bitte. Erst bluten und dann looten. Leichte Rüstung.
Ich weiß ja nicht. Dafür hast du ordentlich Geld dabei. Irgendwas zu essen. Okay, mitgenommen haben wir alles. Cool. Go, go, go. Ist hier irgendwas Interessantes drin? Auch noch mehr zu essen. Ah. Springt hier rein. So können wir sie abschütteln. Okay. Wenn du meinst. Blub. Blubberdi blub blub. Oh. Können wir auf beiden Seiten raus? Nee, tatsächlich nicht. So, sind wir jetzt hier draußen soweit? Wir sind wie die Tölpel in eine Falle gerannt. Ich fürchte, die Trümmer haben mich verletzt. Und sie sind so schwer, als dass ich sie bewegen könnte. Es sieht so aus, als ob die Reise hier für mich endet. Geht ihr nur durch die Kanäle nach draußen und sucht Callisto im alten Bergkloster auf. Es ist im Nordreich. Gebt Acht auf euch. Dort wimmelt es nur so von Soldaten. Ihr müsst an der Nordstadt Kabaet links vorbei und einen Pfad ins Gebirge nehmen. Dann kommt ihr zum Kloster. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Ich versuche, die Wachen noch so lange wie möglich aufzuhalten, aber ich will weder mir noch euch etwas vormachen. Es wird bald enden. Nun liegt es an euch. Ob Callisto die Kunde von Mersuls Tod erfährt. Bitte, enttäuscht den Orden nicht. Es ist wichtig. Unsere Anstrengungen dürfen nicht umsonst gewesen sein. Okay, ich glaube, diese ganzen Gesteine werden die Wachen schon aufhalten. Da brauchst du jetzt nicht mehr allzu viel zumachen. Na gut, wir sind letztes Mal doch in eine Falle gelaufen. Den ganzen Kanalgang zum Einschuss gebracht hat. Melvin kann nicht weiter. Er sagt, ich soll allein zum Bergkloster gehen, das fortbestimmt. Den des Ordens hängt nun von mir ab. Und nun geht. So geht doch. Rennt. Macht, dass ihr fortkommt. Geht ins Nordreich. Verschwindet. Ja, es ist hier außer mir niemand mehr übrig. Dann gehen wir doch mal. Ratten? Jo. So, weg mit euch. Und wir haben Level auf. Sehr schön. Und leckeres Rattenfleisch. So, du alte Kanalratte. Zack, Level 11. Schade, keine Stärke. Dann mal ein bisschen Charisma. Konstitution auf jeden Fall wieder. Ja, Geschick. Ich glaube, ich habe es auch wieder einiges an Lernpunkten und Geld, dann könnten wir auch bei Leopold mal wieder aufsteigen. Sogar noch ein Viertel meiner Traglast frei. Na, was haben wir jetzt aufgescheucht? Immer noch eine Ratte. Ein Schleusentor versperrt den Ausgang der Kanäle. Leider ist das Handrad, mit dem man es hochziehen könnte, an der Halterung verschwunden. Ich werde es suchen müssen. Okay. Dann schauen wir doch mal hier rein. Hi, wer bist du? Ein Ghoul.
Ich muss erstmal, dass ich den im Licht sehe. So, macht hier doch ein bisschen was an Schaden, der Kollege. Ah, noch mehr davon. Du kannst hier großartig rumblocken, ne? Das finde ich mal nicht so schön. Ich habe aber echt den Eindruck, so mit der neuen Rüstung, gerade dem neuen Schild, das bringt doch einiges. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann ist aber hier oben. Ja, einmal kurz gucken, hier ist nichts Interessantes, nur dass wir halt wieder runterkommen. Eventuell springe ich dann auch, um ein wenig Zeit zu gewinnen. Ja. Magie-Ghoul. Auch nicht so schön, ne? Das hat tatsächlich alles so ein bisschen gesessen. Okay, das müssen wir wahrscheinlich jetzt irgendwie entsprechend drehen. Am besten so, dass wir da rüberkommen. Okay, du bleibst hier hängen und gehst zurück. Okay, da gucken wir erstmal da oben, ob wir das abstellen können. Können wir da reinspringen? Ich weiß es nicht. Oder ob wir das halt irgendwie hochziehen oder senken können. Ich schätze mal eher absenken. Da liegt ein Stück Brett rum. Hallo. So, kicken wir dich mal gerade hier runter. Fallout haben die ja immer was Gutes dabei gehabt, die Ghule. Ihr nicht. Schade, schade. Na gut, dann halten wir uns hier langsam nochmal hoch. Dann kommt gleich hier gleich der nächste Ghoul dran. Jo. Oh, dann Magier-Ghoul. Alles klar. Gute Nacht. Ich glaube, ich kann mir das echt sparen, euch zu looten, ne? Die Heilung scheint immer nur so eine Variable von zu sein. Naja, komm, wir haben relativ viele Getränke gekriegt hier. Heilen wir uns hoch. Durch den ganz oben können wir das Ding jetzt mal loswerden. Ja, okay, das wäre gesenkt. Ja, ich glaube, wir sollten da nicht runterspringen. Andererseits. Guck mal, geht doch.
Sehr cool. So, hallo Demon, wunderschönen guten Abend. Ja, da sehe ich gerade ziemliche Kampfziege. Muss halt auch mal sein. So, dann dürfen wir jetzt gemütlich rüberdrehen können. Sehr cool. Und bei dir alles fit soweit? Ich schieb mal gerade den Streitkolben wieder weg, dann geht's etwas fixer. So, ja, sehr schön. Das geht doch jetzt hier wieder gut voran. Ja, ich mag den Dungeon hier. Was seid ihr? Ich hab ja mal keine Ghule, ne? Ah, Goblin. So. Und du hast, glaube ich, ja, nichts wirklich Lohnenswertes dabei. Aber gut, auch kein Problem. Dann geht's weiter nach vorne. Nehmen wir noch hier ein Rad zu suchen. Oh. Und auch von den Goblins? Zwei Goblins. Die haben aber, die beten das Rad an. Ja, ist okay. Wo rennst du jetzt hin? Also wieder. So, mein lieben Goblins. Nummer 1 wäre erledigt. Hau zu. Dann hau ich halt zu. Ich glaube, das lohnt sich halt auch nicht mit dem Wert-Gewicht-Verhältnis. Ja, so lootmäßig war das nicht so ganz erquickend hier, muss ich zugeben. Wildbret, Hasenfleisch, Rattenfleisch. Ah, ein Herz. So, ich habe das fehlende Handrad gefunden. Ein Rudel Kanalgoblins hat es anscheinend für einen recht eigenartigen Totenfallzweck entfremdet. Genau. Okay, ich stelle mal die Musik ein bisschen runter. Alles klar. So. Danke für den Hinweis. So, wenn es gut läuft, können wir jetzt direkt hier runter. Ja, sehr schön. Ist ja wie in Skyrim. So, drei Vorrichtung. Schon geht's wieder raus hier. Sehr nett. Na gut, wir waren jetzt ja auch lang genug unter Tage gewesen. Ich hab's geschafft. Der Keller Erotins liegt hinter mir. Jetzt muss ich das Bergkloster aufsuchen. Laut Melvin muss ich einen Pfad nehmen, der sich links der Nordstadt Cutbed befindet. Ich soll zwar die Handlanger des Kanzlers meiden, aber mich dennoch ausrüsten, um das gefährliche Nordreich passieren zu können. Am besten, ihr habt Stufe 11 oder mehr erreicht. Haben wir, glaube ich, sogar ungefähr. Nur von daher, das sollte dann ja passen.